Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Malabar Tor und zwar ganz hier oben in der Nähe vom Wegschrein des Bandari Marktes. Und da wartet die nächste Quest auf uns. Nur die Mutigen reisen jetzt noch auf diesen Straßen. Entschuldigt vielmals. Aber entfernt euch bitte nicht zu weit von den Mauern, wenn ihr in unserem Dorf seid. Das ist zu eurer eigenen Sicherheit und unserer. Unsere Läden sind noch zu eurem Vergnügen geöffnet. Es ist nicht sicher hier? Nun, hier ist es sicher. Draußen eher weniger, da die Goldküstensöldner auf Ärger aus sind. Ihr seht aus, als ob ihr wisst, wie man auf sich aufpasst. Der verehrte Eraral Droh sollte euch treffen, glaube ich. Wer ist er? Er ist der Älteste unseres Clans und ich bin sein Lehrling. Seine Sorgen lasten schwer auf ihm und ich würde ihm gerne etwas von dieser Last nehmen. Wenn ihr ihm helft, helft ihr uns allen. Ich werde mit ihm sprechen. Jo, bevor sie die Händler abschlachten, oha. Wo ist er denn? Da hinten. Hallöchen. Kämpfen tut nur denjenigen weh, die sich nicht verteidigen können. Und mit dem Ärger, den die Meutenmannen mit sich gebracht haben, hielt ich es für weise, mich vorzubereiten. Ich sehe jetzt, dass ich mich geirrt habe. Entschuldigt, aber... Also ich habe die Stimme jetzt schon so oft gehört, aber mir ist das erste Mal... Ich bin mir nicht sicher, ob das der gleiche Synchronsprecher ist. Kann das sein, dass das der deutsche Synchronsprecher vom Gladiator ist? Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen... Okay, wurdet ihr in letzter Zeit angegriffen? Ich habe die Kolovianer, die draußen vor unseren Toren lagern, angeheuert, uns zu beschützen. Aber jetzt sind sie eher eine Bedrohung als irgendetwas anderes. Bald werden sie unsere Entschuldigungen leid sein. Warum schlagt ihr da nicht zuerst zu? Die Augen der Jungen strahlen bei diesem Gedanken, aber ihr Blut soll nicht meiner Taten wegen vergossen werden. Und um etwas zu unternehmen, muss ich die Pläne der Kolovianer kennen. Vielleicht seid ihr bereit zu helfen. Das bin ich. Was soll ich tun? Die Kolovianer trinken unseren Wein und essen unseren Proviant. Sie warten. Wir müssen herausfinden, worauf. Ich habe gehört, dass binnen einer Stunde ein Kurier eintreffen wird. Ich brauche seine Botschaft, ehe sie den Kolovianern in die Hände fällt. Wo ist der Kurier? Er kommt von Norden und soll bei einem kleinen Lager gleich hier vor diesem Tor eintreffen. Wir müssen diesen Brief bekommen, bevor er einen der Goldküstler erreicht. Ich werde sehen, ob ich ihn finden kann. Der kleine Affe da hinten, der legt mich hier die ganze Zeit ab irgendwie. Durchsucht den Lagerplatz. Legt euch auf die Lauer, falls der Kurier noch nicht da ist. Ich vertraue auf euch. Bitte enttäuscht mich nicht. Mach ich nicht. Warum glaubt ihr denn, dass die Söldner sich gegen euch wenden werden? Es ist eine Frage des Goldes und eine Frage der Ehre. Sie haben mehr verlangt, als wir abgemacht hatten. Verdächtig, ja? Ich glaube, sie haben zwei Verträge gegeneinander abgewogen. Unseren und noch einen anderen. Sie warten auf Nachrichten, die ein Kurier aus Kolovia bringt. Wo ist der Kurier? Er kommt von Norden und soll bei einem kleinen Lager gleich hier vor diesem Tor eintreffen. Wir müssen diesen Brief bekommen, bevor er einen der Goldküstler erreicht. Wir werden sehen, ob ich ihn finden kann. Durchsucht den Lagerplatz. Legt euch auf die Lauer, falls der Kurier noch nicht da ist. Ich vertraue auf euch. Bitte enttäuscht mich nicht. Ja. Dann sagen wir es gleich. Genau, hier war noch ein Buch, Süßes Leben. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Von der Raschler Zuckerhäubchen geschrieben. Hat gesagt, im Norden. Also hier. Und dass ich mich hier irgendwo auf die Lauer legen soll. Nachricht an... Rufinus.
Rufinus, ich treffe mich in 2 Wochen mit unserem neuen Arbeitgeber, um mir sein Angebot anzuhören. Wenn es besser ist als das der Khajiit, beenden wir unser Arbeitsverhältnis mit Ihnen. Kein großer Verlust. Rechnet in Bälde mit meinem nächsten Brief. In Bälde, das hört sich so... durchsucht den Lagerplatz. Och, Mann, Funke. Alter. Das hat mich abgelenkt, dass da immer noch dieser... Wir nehmen erstmal die Armseite, das ist wichtiger. Das hat mich abgelenkt, dass da immer noch dieser Pfeil hier gewesen ist. Mann, jetzt ist der Pfeil weg, oder was? Boah. Ich denke die ganze Zeit, warum ist jetzt immer noch der Pfeil? Ich habe das doch gerade gelesen. Da haut der mich da einfach von hinten um. Mehr oder weniger. Wie schade, dass dieser sterben musste. Trotzdem ist es besser, wenn einer von Ihnen fällt, als einer von uns. Ihr habt den Brief, ja? Ja, da ist er. Wie ich es mir schon gedacht habe. Sie haben Ihr Gold bei einem neuen Arbeitgeber gefunden. Wenn ihr das hier nicht abgefangen hättet, hätten wir uns in einem Blutbad wiedergefunden. Kommt, dieser Tod wird uns von doppeltem Nutzen sein. Sofern ihr auch weiter dazu bereit seid, ein wenig Hilfe zu leisten. Geht nur voran. Aber ganz ehrlich, zu diesem Gesicht und so, da passt die Stimme so unheimlich gut, die der jetzt hat, ne? Wohin denn? In seinem Büro. Wo ist denn das Büro? Ich gehe schon mal vor, ja? Mir dauert das hier zu lang. So. Achso, steht hinter mir. Nein? Da. Die Söldner möchten kämpfen. Diese Klingen dürfen nicht gegen meine Leute eingesetzt werden. Also geben wir ihnen einen neuen Gegner. Sie werden bald merken, dass ihr Kurier verspätet ist. Wir müssen ihn schnell wieder in ihre Ränge zurückschicken. Wie? Ich habe ihn getötet. Wisst ihr noch? Ah, meine Freundin. Ihr missversteht. Ihr werdet die Kurierin sein. Meine Kinder haben die Leiche sofort gestohlen, als ihr fort wart. Sie liegt oben. Schauen wir mal, ob die Uniform euch passt. Meine Kinder haben die Leiche... Oh, nein. Die Leiche sofort gestohlen? Hallo, was sind das für Kinder? Okay, hier stehle ich auch lieber mal nichts, weil... Ne? Ah nee, ich muss doch mal mit ihm sprechen. Ich wollte schon direkt dahin laufen. Wo ist er denn? Da hinten. Sehen wir uns diese Kleidung an. Rejmina ist gut mit Nadel und Faden, sollte sie geändert werden müssen. Was werdet ihr mit dieser Verkleidung machen? Ein einfacher Tausch, meine Freundin. Die Goldküstler warten auf Befehle und wir werden sie ihnen geben. Bringt diesen abgeänderten Brief zu ihrem Hauptmann. Wir lassen den einen Feind den anderen töten. Gegen wen schickt ihr sie? In der Nähe treibt sich ein Rudel Werwölfe herum und wartet darauf, zuzuschlagen. Zweifelsohne würden sie uns in Stücke reißen, wenn die Söldner ihnen nicht im Weg stünden. Beim Kampf zwischen den Goldküstlern und den Werwölfen wäre es am besten, wenn möglichst wenig Überlebende davon erzählen könnten. Dumm ist er ja nicht, ne? Findet das Zelt des Kapitäns. Machen wir. Die Verkleidung legen wir auch an. Sieht gar nicht so schlecht aus. Der ist hier draußen. Ah, die Heldin von Köblin. Sehr beeindruckend. Hier oben müssen wir, glaube ich, hin. Ich glaube, ich habe gerade schon einen verkleideten Speer gesehen hier. Hallöchen. Was soll das? Ihr seid nicht einer meiner Männer. Was macht ihr hier? Ich überbringe nur Befehle, meine Dame. Eine neue Kurierin. Schön. Endlich einmal ein bisschen frisches Blut in den eigenen Reihen zu haben. Nun, zeig diesen Brief einmal her. Das hätte ich nicht erwartet. Merkwürdig. Eure Befehle, meine Dame? Ihr könnt wegtreten, Soldatin. Sofern ihr nicht auf Werwolfjagd gehen möchtet. Nun, ich werde nicht bezahlt, Befehle zu hinterfragen. Es wird Zeit, diese Flegel aus ihren Krügen zu wecken. Tja, und das ist dein Problem. Aufgepasst, Soldaten. Wir müssen Wölfe häuten.
Du wirst jetzt vermutlich dabei sterben. Weil du blind Befehle befolgst. Freut mich, euch in einem Stück wiederzusehen. Ich schätze, der Hauptmann hatte keine Fragen, die ihr nicht beantworten konntet? Sie schickt just in diesem Moment ihre Männer zu den Werwölfen. Sehr gut. Wenn die Goldküstensöldner eines sind, dann geübte Kämpfer. Diese Werwölfe werden es nicht mit ihnen aufnehmen können. Der ehrenwerte Eraral Dro hat euer Können gelobt. Wir hatten gehofft, dass ihr bei unserer kleinen Täuschung mitmachen würdet. Was ist euer Plan? Tötet die Kommandanten der Söldner. Sorgt dafür, dass es aussieht, als wären sie im Kampf gegen Werwölfe gefallen. Ihr braucht eine Werwolfpfote, um die richtigen Spuren an den Leichen zu hinterlassen. Das sollte sie eine Weile ablenken. Eraral Dro wird an den Toren auf euch warten. Passt auf euch auf, meine Freundin. Nun gut, das heißt, ich muss jetzt auch noch mit den Werwölfen kämpfen. Aber okay. Schneidet einen Werwolf etwas ab. Ich dachte, ich könnte jetzt hier rüberlaufen. Offenbar nicht. Hui. Machst du den fertig? Ja, ihr seid noch dran, ne? Komm, dann nehmen wir den. Er mordet die drei Kommandanten. Ich dachte, wir sollten nur sie ermorden. Den? Also die? Als ob ich im Graben bin. Das ist genau die gleiche Animation. Aber ist gar nicht so schlecht. So, ihr seid gerade beschäftigt, ne? Kann ich nur mal eben ahnen, seid ihr. Holen. Du bist auch eine Kommandantin. Und die letzte ist... Er hier. Die letzte ist er hier, genau. So, irgendwo hatten wir doch gerade... Wo bin ich denn? Ah nee, auf der anderen Seite ist das. Du gehst mir mal aus dem Weg. Ich nehme nochmal kurz das Nirnwurz mit. Ihr seid nett, oder? Ja, ihr seid gelb. Dann ist alles gut. So hätte ich gerne die Welt. Das ist das, was ich seit Jahren... Also nicht die Welt jetzt natürlich, sondern die Welt in Tamriel. Das ist das, was ich seit Jahren sage. Ich würde gerne mitbekommen, was ich hier tue. Also sprich, wenn ich irgendjemanden umgebracht habe und die Leute dann irgendwie weg sind oder so, dass die wirklich weg sind. Oder die Tiere in meiner Umgebung, die können ja alle gelb sein. Das ist ja auch alles nicht das Problem. Die kann man denn ja trotzdem noch angreifen. Gut, dass sie dann wiederkommen. Okay, kann man noch verstehen, wenn man sie jetzt für irgendwelche Siegel oder so braucht. Aber warum kann ich das nicht spüren, dass ich wirklich was in dieser Welt mache? Warum kann man nicht einfach sagen, ich habe da was gemacht und das ist jetzt leer oder die sind jetzt friedlich oder so. Die sind immer noch rot, je nachdem, wo ich hingehe. Also nicht überall bei Teso. Die werden noch teilweise gelb, aber manchmal ist es halt wirklich doof irgendwie. Ihr habt das Herz eines wahren Betrügers. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe es zumindest. Es sind noch immer eine Menge Goldküsten-Söldner übrig. Ah, aber jetzt müssten sie eine Schlacht an zwei Fronten führen. Das wird ihnen zu denken geben, wenn der zweite Kurier eintrifft. Wir müssen das Netz zuziehen, und zwar schnell. Ein zweiter Kurier? Was meint ihr damit? Diese in Kolovia warten auf eine Antwort von den Goldküstensöldnern. Wenn sie keine bekommen, werden sie einen weiteren Kurier schicken, der vor möglichen Betrügereien gewarnt ist. Sorgen wir doch dafür, dass niemand mehr hier ist, um auf die nächste Nachricht zu antworten, ja? Wir haben den Vorteil. Die Söldner kennen nur das, was sie mit ihrem Schwert treffen können. Wir Khajiit wissen, wann wir das Schwert ablegen
und eine Rose aufnehmen müssen. Oh. Oder in diesem Fall einen Humpen eines ordentlichen Getränks. Das mit der Rose habe ich jetzt irgendwie schöner im Kopf gehabt. Was hilft uns gegen die Söldner, wenn wir uns betrinken? Oh, ich werde das nicht tun. Und dir auch nicht, fürchte ich. Diese Ehre wollen wir unseren Freunden von der Goldküste überlassen. Ich habe ein Pulver, das einen für viele Tage in tiefen Schlaf versetzt, wenn man es einnimmt. Danach ist man viel zu benommen, um sich zu bewegen oder gar zu kämpfen. Dann werden wir den Rest der Söldner also unter Drogen setzen? So einfach ist es auch nicht. Aber ja, das ist der erste Schritt. Nehmt dieses Pulver und gebt es in die Fässchen in ihrem Lager. Ich war so frei, ihnen etwas von meiner eigenen Lese anzubieten. Ein Geschenk für ihren tapferen Kampf gegen die Werwölfe. In Ordnung. Der ist richtig verschlagen, aber irgendwie gefällt er mir. Also der denkt schon ziemlich clever. Und vor allen Dingen, naja gut, ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen versucht er das ohne Blutvergießen zu machen. Das ist natürlich auch nicht ganz richtig. Er will das noch einmal und ich schlage euch die Hand ab. Was? Darf ich denn nicht bei erwischt werden oder was? Ja, jetzt hau doch mal ab. Ich habe hier einen Auftrag zu erfüllen. So. So, dann haben wir... Da hätte ich jetzt nie mit gerechnet, ganz ehrlich. Dass man nicht erwischt werden darf. Denkt ihr, ich schaue nicht? Denkt noch einmal nach. Redet der Typ jetzt mit mir, der da hinten am Baum steht, oder was? Aber wenn einer direkt neben mir steht, dann ist das nicht so schlimm. Na gut. Wir hinterfragen die Logik ja nicht. Wir müssen ja nur hier unseren Job machen, ne? Ist ja gar nicht auffällig, wenn ich hier die ganze Zeit am Schleichen bin. So. Ich esse heute so viel Ahnenseide. Das geht ja nicht. Wo ist er denn? Oh, Hallöchen. Abgeändertes Schreiben. Mein Freund, wir haben einen neuen Arbeitgeber. Beseitigt die Werwölfe und er bezahlt eine Menge Geld für jedes Ohr, das sie ihm bringt. Macht schnell und seid leise dabei. Ich möchte keinen Ärger, mit wem auch immer. Ah, das sind dann wohl die Schreiben, die beim ersten Mal rumgingen. Mein Freund, wir haben einen neuen Arbeitgeber. Beseitigt die Khajiit und er bezahlt eine Menge Geld für jeden Schwanz. Aha. Macht schnell und seid leise dabei. Ich möchte keinen Ärger mit den Elfen. Das war also das Original. Verstehe. Ich höre Feierlichkeiten. Vielleicht ist die geheime Zutat für mehr gut als nur für einen starken Kater. Dann schlagen wir jetzt zu? Zuschlagen? Meine Freundin, ihr habt wenig von mir gelernt. Jetzt müssen wir erst unsere wichtigste Ressource eintreiben. Gold. Wofür? Wir werden uns die Treue der restlichen Söldner erkaufen. Jainda, eine unserer Händlerinnen, hat bereits geschworen, unser Anliegen zu unterstützen. Wenn die anderen Händler ebenfalls ihren Beitrag leisten, bekommen wir ein hübsches Sümmchen für eine Bestechung zusammen. Und sie werden euch ihr Gold einfach so geben? Ihr wisst es aus erster Hand, wie geschickt diese Söldner beim Morden sind. Diese Leute sind Händler, aber sie wissen es auch. Fragt einfach nur nett. Seid überzeugend, gerissen. Irgendwie glaube ich, dass sie tun werden, was ihr sagt. Auch ganz ohne Tricksereien. Okay. Auf jeden Fall hat er viel Vertrauen in mich. Das muss man ihm ja mal lassen. So, Moment, links. Da fängt's an. Hallöchen. Viele Jahre bin ich auf der Suche nach den feinsten Luxusgegenständen umhergereist. Habt ihr jemals auf einem Teppich gelegen, der einst auf den Stufen des Weißgoldturms lag? Oder von einem Becher getrunken, der in den Tiefen des Aschberges geschmiedet wurde? Nö, aber das bringt mir auch nichts. Eraral braucht... Ihr müsst euch nicht wiederholen.
Ich weiß, was auf dem Spiel steht. Ihr habt meine Unterstützung. Aber sorgt dafür, dass Eraral sich an uns erinnert, sobald er aus diesem Schlamassel heraus ist. Ich werde nicht vergessen, ihn an euch zu erinnern. Da. Es ist mir gleich, wie dick euer Schädel ist. Jeder braucht einen starken Helm. Er muss doch unsere schönen Gesichter beschützen, nicht wahr? Die Goldkünstler vor allen Dingen. Die Goldküstler werden bald angreifen, sofern ihr nichts dagegen unternehmt. Glaubt ihr, ich wüsste das nicht? Ich höre doch, wie sie sich Tag und Nacht im Kampf üben. Hier geht es doch um Eraralds kleinen Plan, oder? Er braucht die Unterstützung von allen. Nun, ich habe zwar nicht viel anzubieten, aber ganz gleich, was Eraral auch möchte, kann er es gerne haben. Wenn es irgendwie möglich ist, würde ich gerne mit meinem Leben und meinen Waren aus diesem Schlamassel herauskommen. Nun gut, bleibt noch Nummer 3. Da hinten. Ihr braucht mehr als Klauen, um durch gut geschmiedete Rüstung zu kommen. Ein kleines Schwert in den Spalten erledigt die Aufgabe in der Hälfte der Zeit. Wir brauchen eure Unterstützung, um die Söldner zu vertreiben. Eraral ist verrückt, wenn er glaubt, dass ich den Preis für seine Fehler bezahlen werde. Doch diese Sache geht uns alle an. Hört mein Versprechen. Er hat meine Hilfe, wenn er sie denn wünscht. Sie wird zwar kein Gold sein, aber sie wird dennoch ihren Wert besitzen. Ich nehme alles, was immer mir ihr auch geben könnt. Was immer ihr auch geben könnt. So. Wir haben ein Problem. Nein. Ey, bleibst du mal stehen? Kommt schnell. Sie haben den ehrbaren Eraral Droh gefangen genommen. Wartet, was ist geschehen? Der Hauptmann der Goldküstler war sehr wütend. Sie und ihre Männer haben Eraral Droh gefangen genommen. Sie sagte, ich dürfe gehen, wenn ich euch diese Nachricht bringe. Ich wollte meinen Meister nicht im Stich lassen, aber ihr könnt ihm mehr helfen als ich. Wo sind sie jetzt? Im Zelt des Hauptmanns auf dem Hügel. Ich treffe während eurer Abwesenheit die nötigen Abmachungen mit den Händlern. Bitte, helft meinem Meister. Okay, wo müssen wir hin? Ja. Hügel, Hügel. Ach, das Zelt. Ups, ich hab den Rosentee genommen. So, ihr arbeitet also mit dieser Bestie. Seltsam. Ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Warum habt ihr diesen Khajiit angegriffen? Wir stehen noch nicht sehr lange in ihren Diensten. Ich hatte Fragen zu Vorkommnissen der jüngsten Zeit, die mich und meine Männer betreffen. Er zeigte sich nicht sehr gesprächig und daher sah ich mich gezwungen, ihn festzusetzen. Ich lasse ihn nicht frei, bis ich ein paar Antworten bekomme. Kann ich mit ihm sprechen? Wie ihr wünscht. Aber wenn ihr versucht, ihn zu befreien, werde ich eingreifen. Schnell und blutig eingreifen. Nun denn? Hier zu sein ist zu gefährlich für euch. Tabil, ich habe ihn nach Hause geschickt, aber nicht, um Hilfe zu holen. Wie kann ich euch hier herausholen? Psst, nicht so laut. Um uns alle zu retten, müssen wir den Plan fortführen. Wenn wir die Söldner in der Tasche haben, hat der Hauptmann keine Unterstützung mehr. Dann wird es ein leichtes sein, sie auszuschalten. Aber vorher nicht. Wo sind denn diese Söldner? Zweifelsohne hat Tabil sie schon zusammengetrommelt. Aber ich befürchte, er ist ein schlechter Unterhändler. Sorgt dafür, dass sie bekommen, was sie verlangen. Habe ich doch im Endeffekt schon gemacht, oder nicht? Naja gut, gehen wir erstmal wieder zurück. Wir spielen heute wieder Laufbursche von A nach B. Ihr seid zurückgekehrt. Ich küsse die zwei Monde zum Dank. Die Söldner warten. Die Händler haben ein seltsames Angebot für sie arrangiert. Seltsam? Inwiefern? Ich hatte Gold erwartet, aber stattdessen haben sie Gaukler mitgebracht. Den Söldnern liegt weniger an Reichtümern und mehr an Unterhaltung. Ich bin nicht so gut in solchen Dingen. Mit Gauklern. Mit ihnen zu reden, meine ich. Ich kümmere mich darum. Ihr seid in Bandari eine wahre Freundin. Ich werde euch sagen, was ich weiß.
Jeder Gaukler hat gewissermaßen eine besondere Spezialität, die hoffentlich zu den Geschmäckern der Söldner passt. Ich schätze, ihr werdet es wohl einfach herausfinden müssen. Tja, okay. Da drin, ne? Vergeudet nicht meine Zeit, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Könnt ihr euch irgendetwas davon überzeugen, nicht die Waffen gegen uns zu erheben? Nun, ich bin eine Soldklinge. Daher ist das an sich kein Problem. Aber ich bin nicht für Gold zu haben. Meine Anführerin riecht es eine Meile gegen den Wind. Sie würde sofort wissen, dass ich sie verraten habe. Und dann wäre ich wieder genau dort, wo ich angefangen habe. Ja, wenn ich jetzt oben das anklicke, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich das unten noch machen kann. Ihr klingt angespannt. Stimmt etwas nicht? Ich glaube, ich habe mir einen Muskel gezerrt und es tut echt weh. Verratet es keinem weiter, aber es wäre wirklich eine Erlösung, wenn mir jemand diesen Muskel einmal richtig durchkneten würde. Würde gut passen. Moment, das verschieben wir mal eben. Achso, sprecht oben mit einem Gaukler? Hinweise? Moment. Manche sagen, die Khajiit können ihre Krallen nicht einziehen. Das stimmt nicht. Ich bin beim Massieren der schlimmsten Verspannungen sehr talentiert. Meine warmen Pfoten werden eure Sorgen verfliegen lassen, Freundin. Okay, also, Khagun-Massage. Hab's notiert. Oh Gott, wie viele gibt's denn hier bitte? Nun, da habe ich mich ja ganz schön in die Klemme gebracht. Ich wurde hierzu verleitet. Die Katze draußen sagte, ich könnte nicht gehen, bis alle anderen weg sind. Welche Demütigung ihr mir auch zuteil werden lassen wollt. Macht schnell. Also er kann quasi gar nichts. Seid ihr die Söldnerin, von der wir so viel gehört haben? Ich bin geschickt mit der Harfe. Soll ich eine Melodie anschlagen, um eure müden Muskeln zu entspannen? Muskeln entspannen? Dieses Kleid ist lächerlich. Wie soll ich darin ein ordentliches Mahl zubereiten? Nun, wenn ihr an der Küche der Bosma interessiert seid, lasst es mich wissen. Ich werde mir etwas Praktischeres anziehen. Endlich! Ich dachte schon, ich würde für nichts bezahlt. Ich habe mich aufgewärmt, nur für den Fall. Keine Angst. Welche Art Tanz braucht ihr? Ich kenne mich in den Tänzen vieler Kulturen aus. Ah, noch eine Reisende. Wenn ihr wollt, kann ich euch ein paar meiner Abenteuer erzählen. Mir wurde gesagt, sie sind sehr spannend. Mein Beruf ist der eines Geschichtenerzählers, seht ihr? Wörter sind mein Instrument. Einen schönen Tag, Freundin. Wollt ihr eure Kraft mit meiner messen? Ich mag nicht nach viel aussehen, aber in Morrowind habe ich viele Nordkrieger im Armdrücken in die Knie gezwungen. Okay, dann habe ich, glaube ich, jetzt alles, was ich wissen muss. Also, für den ersten habe ich auf jeden Fall schon mal was. Der hier war das, ne? Vergeudet nicht meine Zeit, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Nun, ich bin ein... Ich glaube, ich habe mir einen Muskel gezerrt. Und es tut echt weh. Wirklich? Ich habe da schon etwas über seine besondere Technik gehört. Hätte nie gedacht, dass ich mich mal von einem Khajiit durchkneten lassen würde. Aber um diese Verspannung loszuwerden, würde ich wirklich alles ausprobieren. Ja, je länger ich darüber nachdenke, desto besser hört es sich an. Eine gute Wahl. Okay, dann. Mein Schwertarm wird steif dank all der Warterei. Vielleicht kann ich noch ein wenig üben, bevor ich gehe. Ja, ich bin hier, um einen Waffenstillstand auszuhandeln. Ja, ich weiß. Dieser süßzüngige Khajiit hat mir alles darüber erzählt. Hat viele Versprechungen gemacht, aber kaum etwas vorzuzeigen. Also wann fängt die Vorführung an? Der sieht doch aus 1:1 wie der nackte Nord, oder? Dann habt ihr also Interesse an einer Vorführung, richtig? Nein, nicht wirklich.
Ich hatte nur vorher auf einen kleinen Imbiss gehofft. Aber ich weiß nicht, was man hier so essen kann. Falls ihr jemanden hättet, der einen guten Süßkringel backen kann, wäre das großartig. Ah, jetzt habe ich zuerst gedacht, der will kämpfen. Moment, Essen, das war diese Artemil, genau. Die Kleine da, sie hat lecker gerochen. Wie ein gut gegrilltes Reh. Nicht, dass ich sie anknabbern würde. Ha, aber ich würde gern mal jemanden treffen, der so gut kochen kann. Wie ein Reh, das gut durch ist. So gut kochen, oder was? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit zum Warten. Kann ich euch davon überzeugen, Ruhe zu bewahren? Ach, ich weiß nicht. Mir ist langweilig, unruhig irgendwie. Ich möchte etwas schlagen oder jemanden. Ich glaube nicht, dass einer unserer Gaukler gern geschlagen werden möchte. Ah, so habe ich das nicht gemeint. Ich suche nur nach einer kleinen Herausforderung, wisst ihr? Kennt ihr jemanden, der es direkt mit mir aufnehmen kann? Ja, und zwar Sadelia. Auch wenn ich dachte, das wäre ein J, was ich mir aufgeschrieben habe. Die würde gut passen. Oh, ist sie die Dunkelelfin? Ich mag ihren Mumm und ihren Bizeps. Ich wette, dass sie es mit mir aufnehmen könnte. Das wird ein Spaß. Ja, ach, da ist er. Ich habe 3 zufriedene Söldner gehen sehen. Dann sind die Dinge gut gelaufen? Ich glaube, es war ein Erfolg. Dem Hauptmann wird niemand mehr beistehen, falls ihr angreifen solltet. Es gibt wohl keinen besseren Zeitpunkt, Eraral Droh zu retten. Bitte, beeilt euch und seht nach, ob ihm etwas angetan wurde. Machen wir. Nein! Ach, du sollst die Tür öffnen, Mensch. Sonst hätte ich doch auf ihn drauf gezielt. So. Nee. Das war hinter uns. Und lass mich raten, die ist nicht da, wo sie eigentlich sein sollte. Natürlich nicht. Warte mal, da ist sie, oder? Wache des Hauptmann, Hauptmann, Aurelia. Ja, das ist die. Ich mache euch eigenhändig fertig, Hund. Was? Ich kann euch nicht wirklich bezahlen, Freundin. Ich bin ja auch kein Söldner. Komm mit, wir gehen nach drüben. Der macht sich einfach unsichtbar. Wieso kriege ich hier eigentlich nie so ein Pulver? Da. Ich hatte mich auf den Tod vorbereitet. Ich bin froh, dass es nicht nötig war. Dann ist die Gefahr also vorüber? Dieser und die Seinen werden heute Nacht ruhig schlafen können. Die Söldner haben keinen Grund, uns anzugreifen, wenn sie nichts davon haben. Sie sind ehrlose Leute. Ich bin froh darüber. Was werdet ihr jetzt tun? Ich war noch nie so dankbar dafür, dass das Geschäft wie immer läuft. Die Reisenden werden wiederkommen. Das Geschäft wird florieren. Wo auch immer ihr hingeht, könnt ihr andere von unserer Art treffen. Und wir werden euren Namen als den einer Freundin kennen. Als den einer Freundin der Bandari. Ja, und wir halten einen verzierten Hensen vom Set Donnerkäferpanzer. Sehr schön. Da gibt es nämlich eine Menge Gold für. Ja, und damit wäre dann auch diese Quest letztlich beendet. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir werden dann in der nächsten Folge, ich denke, ein bisschen weiter nach oben gehen auf der Karte. Und dann werden wir so einmal den Rundumschlag machen. Ich glaube, so 4-5 Quests oder sowas dürften wir noch übrig haben hier. Die wir natürlich nicht alle in der nächsten Folge machen. Aber ihr wisst, was ich meine. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!